Okay, wir haben unseren Deal bekommen und das hat geklappt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Warum kann ich jetzt nicht... Wieso steht da in Queue? Wieso habe ich nichts gehört? Ich bin Source Riot Freak. Master Yi wird in 12 Stunden Hotfix. Cool. Nein, da konnte ich das so sehr auskosten, ey. Ein Glück habe ich den gesamten ersten Tag streamen können. Freak, hat er das getwittert? Oder hat er das im Stream gesagt? Oder? Ach, eigentlich muss ich auch nur... What the fuck? Okay. Freak auf Twitter einzugeben war nicht das Play. We got 8 hours left before for playing a viable champ. There is jetzt nicht mehr. You have very limited time to get extremely large amounts of LP by playing Master Yi until he's hotfixed. Nerfs in about 12 hours. Das hat er heute um 10.44 Uhr vormittags getweetet. Also der Nerf kommt jetzt, ja. Kriegen wir gerade schon wieder Master Yi? Also wahrscheinlich wird er jetzt in den nächsten Stunden online gehen, der Raw Hotfix oder was? Okay. Dann ist das wohl so. We're back. Du willst mich verarschen, oder? Ja, gut. Okay, dann bin ich morgen Mittag aber wieder drüben, immerhin. Aber we're back. Immerhin. Immerhin. Dann machen wir heute doch nicht bis um 6 Uhr morgens. Dann machen wir normal. Und dann gehe ich morgen früh rüber und fange direkt drüben weiter an zu zocken. Perfekt. Immerhin. Immerhin. Ich hatte schon Angst, dass es morgen auch nichts wird. Aber das ist sehr gut. Sehr gut zu hören. Sehr gut zu hören. Warte, warum jetzt Sir? Ist das gerade eine 12 Minutes Anlehnung? Nee, wie hieß das? Doch, so hieß das, ne? Habe ich gerade schon wieder Master Yi bekommen? Gutes Team dafür auch. Sehr schön. Let's go. Sir, Sir, Sir. Oh, ich muss noch Essen bestellen. Das war wirklich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, ja. Als ich dann, als ich hier auf einem meiner Lieblingsrestaurants Essen bestellen wollte heute Abend, einfach als D-Tilter. Und dann haben die wirklich mitten in meinem Bestellprozess zugemacht. Like legit. Mittendrin von in Warenkorb legen zu bezahlen, haben die zugemacht. Er wurde ein Tudel eingelöst. Habe ich absolut nicht die Ressourcen zu. Du kriegst einfach so eine, okay? Muss reichen, sorry. Ich hab das Video nicht hier. Ich kann es dir nicht geben. Okay, Musikpause. Wie kann ich hier Musikpause machen? Man sagt, wie mache ich Musikpause hier? Mach Musik aus. Okay, keine Potion mehr. Ich brauche keine Potion. Hat sich erledigt. Muted. Was? Es ging schnell. Besser als das Original. Das Original habt ihr auch 10.000 Mal gesehen inzwischen. Was wird das da? Spannend wird das. Muss ich mich da beeilen oder habe ich da noch Zeit? Ist das ein Remake? Oh, lol. Oh mein Gott. Alles Zeit, ich etwas verschoben, weil ich einen Tudel gemacht habe hier. Das riecht nach einem Remake. Der steht auch nicht in der Mitte. Warte mal, nee. Wenn er nicht in der Mitte steht, ist das ein schlechtes Zeichen. Oh, das heißt, das connected erst da. Okay, never mind. Junge, wo ist mein Attack-Speed hin? Okay, man kann definitiv längere Distanzen überbrücken, wenn man über Wände geht. Sehr spannend. Junge, Renekton ist ein ganz mieser Mute. Der hat in den ersten 2 Minuten mehr Pings rausgehauen, als der League of Legends Games gespielt hat in seinem Leben. Und das werden viele sein. Das rieche ich bis hier. Okay, irgendwas ist noch weird an der Kyo. Irgendwas gefällt mir noch nicht. Irgendwas mache ich intuitiv immer falsch. Und auch reinzappt. Mann, der Double Clear ist so viel einfacher. Like, die Attack Range macht es einfach so easy, den Blue zu kiten und gleichzeitig den Gromp anzusmiten. This is beautiful. I love it. Aber, ach so, weil ich gesolo startet habe, Red Buff zu spät, habe ich jetzt relativ wenig Leben. Aber trotzdem genug. Ich hasse Set zu ganken. Aber actually ist Set ganken ab jetzt ja okay. Weil man springt ja nicht mehr in seine W rein. Man kann ja mit der Core auswählen, dass man hinter ihm springt. Das hat heute schon jemand gesagt, als wir gestreamt haben. Oh, muss ich hier Krabbe fallen lassen? Das ist nämlich ein Gank. Komm, ihr da rein. Ja, bin ich drin. Ist nicht geäht, leider. Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Kam mit der Kamera schon ganz woanders. Oh, no. Oh, no, no, no. Das muss ich versuchen. Wenn er jetzt weggeht, kriegt er so dick Items. Der W hat wahrscheinlich noch ein bisschen Cooldown. Das geht's doch nicht. Dann hat jetzt auch noch ein Ward rein. Ja, und genau das meine ich. Damit habe ich gerade ein gigantisches Problem. Ich queue jemanden, drücke A und aus irgendeinem Grund, irgendwas hat sich durch die Attack Range verändert, dass ich Leute angreife, die ich nicht gewohnt bin. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Ich mache irgendwas falsch, ganz eindeutig. Aber dadurch, dass ich seasons lang es immer gleich gemacht habe, ist das super verwirrend. Das ist mir jetzt bei fast jeder Q in einer brenzligen Situation passiert, dass ich danach einen Minion angegriffen habe, anstatt den Champion. Interesting. Und dass dieser dumme Indikator nicht weggeht, sobald man sich einmal festgelegt hat. Wer hat sich das ausgedacht? Target Champion only. Ja, natürlich ist das eine Option. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, das Problem zu lösen im momentanen Fall. Das ist logischerweise, ich mache etwas falsch. Ich kann das lösen. Aber worum es mir geht, ist, irgendeine Mechanik funktioniert anders, dadurch, dass ich es anders gewohnt bin. That's how it is. I have to deal with it. But yeah. Oh, jetzt kriege ich die Q nicht raus.
Hot. Nicht so hot. Hot. Da ist auch ein Drake ab. Ich hätte auch Bock auf den Kane. Ich habe auch vieles Bock hier gerade. Ich lasse mich zu vielem überreden. Der Junge ist, glaube ich, nicht so smart. Oh my. Ach, lovely. Er war indeed nicht so smart. Das ist ein Kane-Spieler am Ende des Tages. So weird, dass die Campe der Map ist. Ja, ich will sie nicht so winzig klein machen. Und immerhin haben wir dann auch mal einen Sniping-Schutz, I guess. Juhu. Mir ist mir noch nie aufgefallen, dass das Defending von Master kind of wie so ein Effendim klingt. Ja, man kommt mit dem Rausgehen von der Q über Wände. Wie fühlen sich die Changes an? Weird, aber gut. Ich muss mich extrem dran gewöhnen. Meine A-Taste wurde leider umprogrammiert mit der neuen Attack-Range und daran muss ich mich noch gewöhnen. Da, ich setze den fest. Warum geht der Indikator weiter? Sag mir warum, Riot Games. Es tut mir leid, aber das ergibt keinen Sinn. Das ist legit wirklich. Es ist genau das gleiche, als wenn ihr eine Morgana-Q abfeuert und der Hitmarker, also die Hitbox, euer Indikator bleibt da, bis die Q am Ziel ankommt. Das ist das, was mit diesem Indikator passiert. Man sollte einmal den Winkel bestimmen, das tut man auch. Und dann ändert er sich nicht mehr. Und dann sollte das auch nicht in dem, dann sollte es auch in dem Indikator, sollte das repräsentiert sein. Sehr gut. Okay, sie stürzt sich in den Tod. Sehr freundlich. Ja, das ist ein guter Back, würde ich sagen. Ein solider Back. 5 von 10. Schalte Indikatoren einfach ganz aus. Ich habe keine Indikatoren. Dann hast du jemals einen Indikator bei mir gesehen? Das ist das Ding. Der wird davon nicht beeinflusst. Ich habe alles auf Quickcast. Wie soll er da Renekton den Set-Solo? Hat er das gemacht? Ja, typisch überheblich, würde ich sagen. Wa? Oh mein Gott, ich bin so hart. Ich fight ihn jetzt. Diven, sterben. Klassiker. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich mich an den Champ genug gewöhnt habe, dass ich wieder anfange, mit Builds rum zu experimentieren. Weil ich glaube, das wird dauern. Lange. Oh mein Gott, die W zum Canceln zu benutzen, ist jetzt ja so viel besser. Ihr Cooldown ist ja so gering, ich kann ja so viele Auto-Attack-Cancels einbauen. Aber ich will, glaube ich, nicht drauf ankommen lassen. Actually, ich glaube, ich will es doch drauf ankommen lassen. Sehr, sehr günstiger Verlauf dieser Pflanze. Kommt Z jetzt her? Ja, natürlich. Hat er auch. Ich hatte schon wieder weh, ist das frech. Okay, da muss ich mich noch angewöhnen. Ja, ich glaube, ich hätte die Z direkt engagen müssen. Dann wäre der Dingens, der Renekton rechtzeitig dazu gekommen, weil wir waren rotieren. Das war jetzt trotzdem fein overall, aber. Nochmal Boots und ich hab Lust, BOTRK Second zu kaufen. Obwohl Death Dance hier halt broken ist, ne? Echt, Death Dance Second ziehen muss, never mind. Bap. 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 Weiter geht's. Kann man immer noch W für den Tausch oder abusen? Jein. Jetzt funktioniert es so wie intended. Und wie es jetzt intended ist, ist es noch besser als der Bug vorher. Also der Bug vorher war besser als die W vorher, aber jetzt ist die normale W besser als der alte Bug und der Bug existiert auch nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist das denn? Da hielst du dich an meinen Vögel? Will ich woanders? Da muss ich mich noch so krass dran gewöhnen, ey. Nö, mit 90%. Ist nicht mehr durch Tower halbiert. Der Damage wird nicht mehr durch Tower halbiert. Läuft sich nicht rein, oder? Double Kill auf Pantheon. Nehmen wir auch 6-0, 5-0. What the fuck? Erinnert ihr euch, wie der Pantheon geschrieben hat, how to throw a game in 5 minutes im Early? Ich gehe jetzt zum Drachen. Der Nekton macht das auch inzwischen da oben. Nekton wurde ja aber auch gebufft, also insofern. Damage Reduction is halved against turrets. Das steht da nicht mehr drin. Guckst du im Spiel? Hä, bei dir? Du willst mir erzählen, dass es bei dir im Game drin steht und bei mir nicht? Oh mein Gott, da steht unten im Tooltip drin. Lemao. Okay, never mind. Never mind then. Dann, wenn der Bug dann doch noch drin ist, ist der Bug tatsächlich besser. Interesting. Oh, interesting. That actually no changes something. Du hast es ja nicht, wusste nicht, dass man das standardmäßig anhaben kann. Ja, ist blöd, dass du nicht mehr weißt, wo ich rauskomme, ne? Ah, oh, zu hoher Cooldown leider. Aber ich sollte dich trotzdem drehen. Ich meine, die geben halt kein Gold, die sind beide super behind, aber... Es gibt nicht mehr länger eine Regel, die es mir verbietet, im Gegner Jungle zu wehcanceln. Wie wundervoll. Hey. Okay. Der wehcancel ist definitiv noch drin. Placement der Subs ungünstig. Oh mein Gott, super ungünstig. Dankeschön. Sehr guter Spam, danke. Sind wir auch so zuverlässig back, right, Jan? So like not Einbrüche mäßig. Hast du mal Speedtest gemacht oder so? Weil ich habe Angst, dass jetzt irgendwo so vorübergehende Lösungen mit so Zehntel Leistung geballert haben. Für die Yee-Changes. Ja, da bin ich ja auch dran schuld, das weiß man ja. Also das ist direkt mir zu verdanken, deswegen sind die hier sehr gut angesetzt quasi Resays. Dankeschön. Seit 2 Stunden sieht's gut aus. What do you mean seit 2 Stunden? Willst du mir sagen, kurzzeitig bin ich aus der Haustür gegangen, wenn das Ding losgelegt? Naja, whatever. Oh, Double Kill incoming. Achtung, bitte E über die Wand und Q nicht.
Das ist jetzt der Punkt, an dem du über die Wand... Ah, feiner Kane. Keine Idee, leider. Wir haben gerade gewonnen. What the fuck. Zweiter Win. Nehmen wir. Beschweren wir uns nicht. Ich hoffe, sie nerven nicht die Attack Range. Dann wäre ich traurig, glaube ich. War Cut weak? I don't know. Ich glaub, Cut war weak. Meint ihr, Cut war weak? I'll be right back, yes. Warte mal, das ist ja voll weird hier. Ich muss mich ja an voll andere Sachen gewöhnen.